Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hotel Magnat. Magnate, I don't know. Sag mir mal, wie würdet ihr das aussprechen? Magnat ist eigentlich auch nicht so verkehrt, ne? So, pausiert gerade das Spiel. Ja, wir haben in der letzten Folge angefangen, das Hotel zu bauen. Erstmal ein bisschen stupide, weil ich nicht weiß, wie das Ganze hier nachher aufgebaut werden kann. Das können wir ja irgendwann optimieren. Aktuell besitzen wir drei Zimmer und ein öffentliches Gästebad, weil, ja, keine Ahnung warum. Ich habe irgendwie in den Hotelzimmer noch kein Bad rangebaut. Könnte ich eigentlich vielleicht ja noch machen, den ich umbaue? Kann ich umbauen, wenn die Gäste da drin sind? I don't know. Müsste man mal austesten. Sieht ja ein bisschen gequetscht aus, wenn ich jetzt in den Zimmer noch ein Bad reinlege, oder? Meint ihr? Naja, auf jeden Fall brauchen wir jetzt noch sechs positive Rezensionen, damit wir ein neues Ziel bekommen und einen Stern bekommen. Mich würde natürlich auch noch die Küche interessieren, aber bevor wir die bauen können, brauchen wir Level 3, wenn ich das richtig gesehen habe. Was ist das hier eigentlich? Also man kann ja schon Tisch hinstellen, aber wir haben ja noch keine Küche. Was wollen die denn da dann kaufen, ne? Gut. Ich starte jetzt aber einfach mal hier. Zack. Und sind wir ja morgen noch nicht fertig. Mich interessiert natürlich, kann man das hier auch schick machen eigentlich. Gibt es hier so Deko, Schlafzimmer, Treppe. Während wir hier auch neue Gäste warten, ne? Können wir mal schauen. Gehen immer noch draußen pinkeln und so. Seht ihr das? Ich glaube, ich muss mal. Wartet mal. Ich teste mal was aus. Mal gucken, ob ich bauen kann, während die hier drinnen sind. Also man kann auch schräg bauen, wie man gerade sieht, aber. Diese Steuerung, die macht mich kirre. Könnte ich das Bad schräg bauen? Ja, aber so geht's halt nicht, ne? Das ist ein bisschen sehr eng. Da kann ich keine Toilette reinsetzen. Müsste Tür hier, glaube ich, versetzen. Duplizieren nicht. Bewegen würde ich es halt gerne. Ich kann es nicht bewegen. Ah, das ist ja doof. Aber verkaufen könnte ich es. So, warte mal. Dann könnte man ja mal versuchen, die Tür hier reinzusetzen. Dann diese zu verkaufen. Und dann setzt. Ah, dann können wir hier die Wand setzen. Ganz genau. So. Und dann setzt man noch eine Tür. Na, Hicks. Das war ein kleiner Hicks, falls ihr das gehört habt. Machen wir hier noch eine Tür rein. So. Und dann. Machen wir da draus? Ein. Nein, 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 nein. Nee. Da draus soll ein privates Bad gemacht werden. Toilette, Waschbecken, Badewanne. Nee, ich kann hier keine Dusche reinbauen. Ernsthaft jetzt? Ich muss hier eine Badedings da reinbauen. So, also hier mach ich mal ein Waschbecken. Doch, 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 kann ich. Chlor. Geht alles. Mal da die Dusche und dann noch die Toilette. Ja, setzen wir sie halt daneben, mein Gott. Also ich würde es eigentlich anders machen, aber. So, jetzt hat die auf jeden Fall schon mal ein Private Badezimmer hier. Dann müssen wir aber die Farbe auch nochmal anpassen. Eieieiei. Die hatten, glaube ich, das. Naja, und eigentlich müssten wir hier andere Fliesen machen, ne? Kacheln.
Hier machen wir mal das. Sieht doch schon besser aus, oder? Einmal drehen. So. Okay. Und jetzt brauchen wir aber, glaube ich, da. Ich hatte doch hier eine Lampe, ne? Wo ist denn die? Hier ist Gaga. Hier war noch eine Lampe. Ach, die hängt jetzt im Bad drinne. Wenn wir da draufklicken. Wieso haben wir hier keine Einnahmen? Weil das Badezimmer natürlich keine Einnahmen gibt, ne? Aber hier. Schaut mal. Ah, okay, okay. Auf jeden Fall hat die jetzt schon mal ihr eigenes Bad. Das ist schon mal wichtig. So, und genauso müssen wir das dann auch bei den anderen machen, aber die liegen jetzt drin und ich glaube nicht, dass ich die Betten verschieben kann, weil die müssten mir nicht an die Wand. Ich spule mal kurz vor und sobald das Zimmer hier mal leer ist, werde ich auch bei den anderen mal ein Bad noch mit reinbauen. Okay, warte mal, stopp! Oh, nice. Schaut mal. Das können wir schon mal bewegen. So. Setzen wir mal da rein. Dann können wir das aber auch gleich bewegen. So, dann war doch irgendwie noch eine Wand. Ach nee. Ich muss vorher die Tür bewegen. Kann ich aber nicht die verkaufen. Ja. Ich hätte wahrscheinlich erst die neue Tür bauen sollen. So, da hatten wir diese Türen drin. So, perfekt. Dann brauchen wir noch eine Wand. Einmal hier. Ja, und einmal hier. So, gut, gut. Jo. Und dann logischerweise noch mal ein paar Türen. Was hatte ich denn da für eine reingesetzt? Die grüne. Eine Tür hier. Und eine Tür da. Okay, nice. Dann brauchen wir noch mal halt Fliesen. Aber wir müssen auch die Wand hier noch mal neu machen. So. Drehen wir mal eine Runde. Dann brauchen wir noch mal Fliesen. Wo sind sie? Da. Da. Aha, hier müssen wir auch nochmal Fliesen setzen. Zack, zack. Hey! Das sieht doch schon besser aus, ne? Und hier können wir nachher wahrscheinlich einen Durchgang machen. Müssen wir mal gucken. Und dann würde ich natürlich ganz gerne noch Licht reinsetzen. Ich nehme halt mal auch überall erstmal das gleiche Licht, weil... Ja, Knatterratter und so, keine Ahnung. Wo, also wie viel Geld wir dann jetzt noch brauchen, wenn wir weiterkommen, ne? So, das ist hier auf jeden Fall schon mal Licht. Upsi. Gut, dann können wir weitermachen. Okay. So, zack. Ach so, nee, wir können ja nicht weitermachen. Ich bin ja erstmal doof. Ah, wir müssen ja hier jetzt natürlich auch noch private Dinge und Sachen reinbauen. Dusche. Boah, dieses Umgeschiebe hier. So.
Und eine Toilette natürlich noch. Okay. Die brauchen wir dann auch hier, die Toilette. Dann noch mal eine Dusche. Zack. Und ein Waschbecken. Sehr nice. Jetzt sind wir aber fertig. Jetzt hat jeder seine eigene Toilette. Great. So, Hotelzimmer schmutzig, aufräumen. Zack, zack. Sitzen die da faul rum, die Putze. Also. Sehr nice. Also mit dem Putzen, ne? Das, da, ja, ich glaube, wir brauchen noch eine Putze. Fängt jetzt hier in dem Bad an. Macht das Zimmer sauber. Der ist wieder gegangen. Kann es sein? Nee, der läuft hier lang. Ich habe noch nicht gesehen, dass sie das Bad hier genutzt haben. Mal gucken. Der legt sich hier irgendwie nicht hin, ne? Vielleicht muss ich das Bett noch mal drehen. I don't know. Mal gucken, ob die sich gleich hinlegen. Die gucken immer so komisch auf das Bett und dann sind die. Also, Toilette funktioniert hier. Da auch. Waschbecken geht auch. Und dann gehen die irgendwie immer. Ist denn hier der Eingang von der Dusche? Nee, ist eigentlich schon hier vorne. Müssten die reinkommen. Ist genug Platz. Aber irgendwas wollen die, irgendwas fehlt denen halt noch, ne? Und wir kriegen halt keine positive Bewertung. Das muss besser werden. Aber was kann ich denn hier noch machen? Da war ich doch vorhin hängen geblieben. Sitzmöglichkeiten, Beleuchtung. Ja, zum Sitzen haben die halt nicht wirklich was, ne? Küche, ja, können wir halt noch nicht benutzen. Treppe geht ja noch nicht nach oben. Unterhaltung geht noch. Ah, wir hätten hier noch gerne sie reinsetzen können. Gucken, ob wir den hier irgendwo reingequetscht kriegen. Uff. Da kommen die nachher nicht mehr aufs Klo, wenn ich das da noch hinstelle. Wie groß ist denn das? Ein bisschen tricky, ne? Ich glaube, da kommt keiner mehr durch, denn. Was haben wir denn hier noch? Schwimmbad. Veranstaltungen. Ist alles noch gesperrt. Betriebsmittel. Werkzeugregal. Rezeption. Snackautomat. Dann haben wir hier Verpflegung halt. Wir können ja mal hier draußen noch einen hinstellen. Ich würde mal interessieren, ob auch die normalen Hotelgäste an den Snackautomat rangehen. Ach, gibt einen Bartisch, eine Bar hier noch? Schaut mal. Ach ja, die gehen da ran. Guck mal, guck mal. Mülleimer gibt es nicht. Ein Kellnerstand. Snackautomat. Speisetisch. Kann ja mal einen hinstellen. Einfach nur just for fun. Kann man ja nachher irgendwie umstellen. Stell mal einen hier hin. So. Fitness geht auch. Aber noch nicht jetzt. Außenanlage. Ah ja. Okay. Dekoration, da haben wir sie doch. Die habe ich doch gesucht. Aber irgendwo muss es ja auch noch. Das ist nur sitzen.
Es muss doch hier sowas wie Nachttische oder sowas geben. Bin ich blind? Das Einzige, was man natürlich auch noch machen kann, fällt mir gerade so ein, man könnte jetzt. Ah ja, okay. Hier noch einen Fernseher hinstellen. So. Drehen bitte einmal. Rotieren. Dann stelle ich jetzt hier mal hier so für allgemein noch was hin. Geht das? Der 6-Positive. Ja, geht halt nicht wirklich weiter, ne? Ich mach mal nochmal auf schnell. Ich könnte auch noch ein weiteres Hotelzimmer bauen. Wie viel Geld haben wir? 37.000 noch. Okay. Also der geht duschen. Die Putze war schon da bei dem. Sehr schön. Da putzt er. Der hat ein eigenes Bad und geht aber ins Öffentliche. Ah ja. Schau mal, er hat jetzt auch gerade schon Fernsehen geguckt, ne? Herzlichen Glückwunsch Nummer 7. Du kannst den nächsten Stern freischalten. Folgende Dinge werden damit verfügbar: 81 neue Möbelstücke plus 2 neue Anlagen. Ja, annehmen. Werte ein Schlafzimmer durch Platzieren benötigter Möbel und einem 2-Sterne-Bett auf. Ah ja, da würde ich jetzt aber tatsächlich noch mal kurz Pause machen und würde die Sachen noch mal verkaufen. So, genau. Dann nehmen wir das mal hier raus. Das soll mir nicht kein Bad sein. Dann kann ich ja hier auch noch mal Wände abreißen. Richtig? Richtig. Ach so, wartet mal. Ich muss erst die Wände bauen, sonst zählt es irgendwo nicht mehr als Hotel. Ich gehe jetzt mal hier hinten raus. So. Ah, ich baue erst die Wand. So, machen wir erstmal so. That's better. Okay. Dann kann ich jetzt aber, glaube ich, die Wand wegnehmen, oder? Ja. Perfekt. Dann müssen wir mir nicht die anderen Zimmer. Ich lasse sie mal hier auf Stufe 1 erstmal. Die müssen wir mir nicht ein bisschen größer bauen jetzt. Das ist ja das Übliche, ne? Wartet mal. Ich mach mal 8 Meter kurz. Ist schon ein bisschen größer, ja. Dann sage ich, du bist ein Schlafzimmer. So, da müssen wir am Mobiliar gucken. Und jetzt finden wir hier neue Betten. Und da sehen wir, dass sie 2 Sterne haben. Great. Gut. Dann machen wir jetzt hier mal ein 2-Sterne-Zimmer draus. So. Ja. Alles gut. Wir brauchen erst noch eine Tür. Gut. So, jetzt müssen wir aber hier weiter. Eine Garderobe brauchen wir jetzt mir nicht. That's new, aber schaut mal. Die anderen hätten auch schon eine nehmen können, ne? Na gut, dann machen wir mal hier die Garderobe hin. Zack. Was wollen die noch? Ein Schreibtisch? Echt jetzt? Okay.
Okay. Die neue Sternebewertung öffnet dir die Türen für weniger verlotterte, ich meine für zahlungskräftigere Kunden. Eine Bar könnte jetzt mehr Gäste anlocken, wirkt zumindest immer bei mir. Okay, dann brauchen wir trotzdem noch das Badezimmer. Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich hier noch eine Wand setzen kann. Ich glaube. Ah, warum? Was willst du hier? Ich war doch noch gar nicht fertig mit Bauen. Sakra, Himmel, Arsch und Zwirn. Schaut mal, wir können das ja mal ein bisschen verwinkelter machen. Na, dann tue ich das ja aber nochmal bewegen, weil es sieht so ein bisschen angeklatscht aus. So. Die Lampe können wir auch nochmal bewegen. Die machen wir weiter in der Mitte. Und dann brauchen wir jetzt das Badezimmer. Private. Und wir haben ein neues Level 2. Ach Gott, das ist eine geile Dusche hier. Badewannendusche? Echt jetzt? Cool. Oh. Mit dem Platzieren gar nicht so einfach. Kommen die da noch durch? Ach so. Ja, ohne Tür bestimmt nicht. Aber wir machen erstmal noch Toilette. Hier ist ja auch neu. Genau. So, dann brauchen wir eine Tür. Zack. Et voilà. Gut. Und jetzt noch mal malern, bitte. Was machen wir da rein? Das ist einfache Farben gemustert. Ach komm, machen wir mal hier Muster rein. Was anderes hier? Bonnie! Ob das jetzt schön ist, ja? Das sei mal dahingestellt. So, das noch bitte. Ach, von allen Seiten machen hier. Sieht aber gut aus, ne? Überall drin, genau. Und dann brauchen wir jetzt aber hier auch noch mal diese Farbe. So. Perfekt. Was ich jetzt auch noch richtig cool finden würde, ich weiß aber nicht, ob es geht, wenn man so ganze Räume gruppieren kann. Gucken wir mal. Ich glaube, es geht nicht, oder? Habe ich hier nicht gesehen. Die haben auch alle noch Fliesen. Da müsste man normal noch Boden setzen, ne? Hm. Boden entfernen, Boden wiederherstellen, Boden verlegen. Wartet mal, Wand bauen, rechteckige Wand bauen. Ein Reling, Geländezaun. Nee, ich sehe hier nichts mehr kopieren. Vielleicht gibt es doch irgendwie und ich weiß es noch nicht. So, und wenn ich das hier gerade mal richtig lese, aktuelle Zimmerbelegung, halte deine Gäste zufrieden und starte hin und wieder Kampagnen, um dein Hotel zu füllen. Ich würde jetzt mal behaupten, dass ich gar nicht mehr Zimmer bauen kann, weil da steht 4 von 4. Oder ist es nur, ich habe 4 Zimmer und die sind alle belegt? Baue jetzt einfach mal noch eins, dann werden wir es gleich sehen. Das machen wir aber auch wieder identisch. So. Perfekt. Dann brauchen wir noch Türchen. Kommt hier noch eine rein. Dann kommt da eine rein. Einmal drehen, bitte. So. Dann machen wir hier draus ein Bettchen. Ein Schlafzimmer, meine ich. Setzen wir doch hier mal ein Einmannzimmer rein. Weil irgendwie schlafen ja immer. Immer die gleichen Leute da drin. Also immer nur einer. So meine ich das. So. Ein bisschen anders stellen hier.
Und dann noch der Schreibtisch. Ich dachte, ich könnte ihn vielleicht an diese Wand setzen. Ah, ich glaube, das geht nicht. Aber mal drehen. Passt hier nicht rein in die Ecke, ne? Shit. Okay, machen wir anders. Ich nehme das, drehe das nochmal und stelle das in die Ecke rein. Sieht doch viel besser aus. Genau. Das sieht auf jeden Fall besser aus. Jetzt könnte man hier halt wirklich in der Ecke halt noch einen Fernseher stellen. Oder? Kann man das auch so ein bisschen schräg stellen? Geht das? Ah. Was sind hier vorne und hinten? Sehr modern, ja. Definitiv. Okay. Dann würde ich sagen, geben wir den hier auch mal schnell noch ein TV, oder? Wenn das hier irgendwie hinpasst. Nicht wirklich. Ich stell den mal dahin, mal gucken, ob er den nutzen kann. Ist halt immer noch sehr spärlich hier alles. Definitiv. So. Ich habe auch immer noch ganz leichte Probleme mit dem Bewegen hier. So, da müssen wir natürlich wieder die Wände malern. Fliesen, das. Was ich auf Anhieb sehe. Und hier hatten wir ja, glaube ich, Tapete drin, ne? Muss ja nicht immer haargenau gleich sein. Hier machen wir mal eine andere rein. So, dann drehen wir mal. Nochmal Kacheln. Zack. 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 Und nochmal Tapete. So, ich glaube, jetzt haben wir überall. Nochmal schauen. Von allen Seiten. Ja, sieht gut aus. Jetzt brauchen wir aber hier natürlich noch Licht. Wie immer, eine Lampe. Jetzt können wir die Lampen stellen. Dann mache ich das jetzt mal anders. Sehe ich jetzt erst. Genau. Die verlege ich jetzt mal nach hier. Genau. Dann gehe ich nochmal ein Einrichten und kann jetzt hier das hier hinstellen. Oh, nice. Und zack, die Lampe da. Und hier brauchen, achso, hier müssen wir erstmal noch ein, das habe ich schon. Hier müssen wir noch ein Bad draus machen. Badewanne. Wäre aber cool, wenn man halt beides hat. Drehen wir mal hier ein bisschen. Oh, diese Drehe. Genau. Ja, eine Toilette fehlt natürlich noch. Okay, great. Aber habe ich jetzt hier? Nee, habe ich noch nicht. Kein Licht eingebaut. Das machen wir mal schnell. Was ist denn das hier? Deckenlampe, Deckenlampe. Das sind alles Deckenlampen. Gut. Die haben dann auch mal wieder Licht. Ich glaube, die Badezimmer hier haben gar kein Licht. Kann es sein? Ja. Gut, aber ich würde mal sagen, dass ich jetzt natürlich hier noch irgendwo eine Bar hinzwirbel und ich würde die glatt mal hier vorne in die Ecke, glaube ich, setzen.
So, genau. Mal gucken, wie groß das ist. Aha. Okay. So kann es sein. Aber die hier hinsetzen, geht das? Genau. Ja, was anderes kann ich da auch nicht machen, ne? Eine Tanzfläche. Eine Musikbox können wir hier noch hinsetzen. Die mache ich mal hier. Zack. Ein Pool, Fernseher. Glücksautomat ist noch nicht freigeschaltet. Pokertisch auch noch nicht. Aber cool, was es alles gibt. Nice, nice, nice. Ah ja. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal eine Bar. Aber wahrscheinlich brauchen wir da auch noch Personal, oder? Verwalten. Arbeitet im Warenhaus. Ticketbetrug, freiberuflich tätig, aber hä? Das sind nicht Gäste. Okay. Fitness. Sie wollen Fitness und die haben natürlich auch Hunger. Aber Hunger geht erst ab Level 3. Arbeitskräfte anstellen. Hier, einen Barmann. Zack. Der ist ganz schön teuer, sehe ich gerade. Und ich glaube, ich brauche noch eine zweite Putzkraft. Nehmen wir die. Ja, einfach noch dazu. So. Gut. Also. Was ist denn das hier? Bar funktioniert nicht. Aber warum nicht? Warum funktioniert die nicht? Sie doch woanders hinstellen? Wartet mal. Oh. Wir drehen hier. Ah. Dann machen wir das mal so. Stelle ich hier mal den Tisch hin und stelle die Bar hier halt hin. Einfach nur mal um zu schauen, wie die funktioniert. Aber warum funktioniert die Bar nicht? Hätte ich dafür eine eigene Dings machen müssen? Das verstehe ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Diese Einrichtung ist nicht funktionsfähig. Stelle sicher, dass sie alle benötigten Möbel und Arbeitskräfte haben. Aber ich habe doch gerade einen für die Bar eingestellt. Wartet mal. Wir machen das erstmal wieder an. Na, kommt doch schon der. Entweder ist das die Putze, das ist die neue Putze. So. Und wo ist jetzt mein Barkeeper? Ich habe da nur einen eingestellt, ne? So, lass uns nochmal schauen hier. Arbeitskräfte. Das sind ja die, die wir aktuell haben. Das hat, den hat er nicht angenommen. Jetzt aber. Jetzt ist die Tante eingestellt für die Bar. Und wo ist die? Oder der? Ach, Leute, während ich hier mal versuche, das Barproblem noch zu lösen, ja, ihr süßen Sahneschnittchen, werde ich jetzt mal ein Päuschen machen. Oder ihr müsst ein Zwangspäuschen machen, je nachdem, wie ihr das seht. Lasst ein Like da, ein Abo, wenn ihr mögt. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, wir sehen uns in Folge 3. Und vielleicht finden wir da heraus, warum die Bar nicht funktioniert. Ich bin gespannt. Also, bis denne.